Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Region of Legends, Destiny, Ja, nein. Eine gute, eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, wir haben alle Pokémon auf Level 60 bekommen. Ich will nicht fliegen, ich will euch die Statuswerte zeigen. Status, ja, ne, Attacken sind gleich geblieben. Schöne Attackenwerte. Und Emilia, ja, Leute. Emilia ist der größte Rotz. Also, sie ist nicht der größte Rotz, aber sie ist am schwersten zu trainieren gewesen. Warum? Guckt euch mal die Erfahrungspunkte an. Die Erfahrungspunkte sind 270.000. Ja, ist nachvollziehbar. Auf Level 60, ja. Und Lugia hat auch auf Level 60 nur 195.000. Das sind 80.000 Unterschied. Und 80.000 sind fast 5 Level. Bei Cray sind es nur noch 60.000. Sind trotzdem fast 4 Level. Also die Erfahrungen, die in die reingeflossen sind, hätte bei den anderen zu Level-Ups führen können. Und guck dir mal den an. 17.000 auf Level 60. Das ist ja nix. Genau wie hier 17.000 auf Level 60. Die beiden, ne? Die so ein Ding, Ding, Ding hochtrainieren. Ja, jedenfalls habe ich trainiert. Hat auch nicht lange gedauert, Leute. Überhaupt nicht. Nö, nö, nö. Das hat ewig gedauert. Ich glaube, 3, 4 Stunden bestimmt. Aber jedenfalls würde ich sagen, machen wir jetzt die Arena. Die schlechte Nachricht übrigens von den guten Nachrichten, dass ich momentan kein Internet habe. Das bedeutet, ich kann das nicht hochladen, was ich jetzt hier mache. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie trotzdem hochgeladen. Aber das ist natürlich jetzt echt belastend. Jedenfalls, ich würde sagen, ich bin bereit. Ich bin in Form. Kann es sein, dass die. Ich weiß nicht, mit wem ich eröffnen soll. Egal. Haha! Überrascht mich hier zu sehen? Na gut, nun ist das Geheimnis draußen. Ich bin die Arena-Leiterin von Moria Town. Der Grund, wieso ich dein Pokémon, das Pokémon den Weg versperrt hat in der Feuercave, war, weil ich dich für die Arena vorbereiten wollte. Ach, und so nebenbei. Ich weiß immer nicht dein Name. Ah, so bist du ja. Das ist nice. Und nun dein letzter Test. Besiege mich und du wirst in die Gento-Liga aufsteigen können. Bist du bereit, Shia? Klar. Also bitte. Also vor der habe ich doch keine Angst. Leader Corona. Ninetales. Die fängt an mit einem Feuer-Pokémon. Das war jetzt mal selten dämlich. Heatwave. Wow. Das tut mir echt weh, ey. Blastoise. Dann kommen wir hier mit Lugia. Der kann mit seinen Wasserattacken kommen. Ich komme mit meinen Donnerattacken. Und jetzt würde Donner auch immer treffen. Das wäre echt praktisch, aber. Pikachu! Ja, wieder Cray. Oh, 52 schon. Erdbeben. Da hat's dich vorwicht, Flygon! Ich liebe doch Flygon. Flygon hat eine Eisschwäche. Da kann ich ihn direkt wieder draußen lassen, Alter. Doppel-Eisschwäche sogar. Dürfte Eisstrahl nicht überleben. Sorry, aber. Und Umbreon. Eine Kampfschwäche. Da müsste ich einfach nur hoffen, dass der Doppelteam einsetzt und ich mit meinem Focus Punch durchkomme. Ah. Focus Punch. Ah, Focus Punch. Okay, ich sollte heilen. Ja, das hätte er machen können. Aber nein, setze Nigel. Oh, ich komme jetzt nicht mehr weg, ne? Fuck. Toxic. Ja, der Kampf ist gewonnen, Leute. Ich lasse mich ja hier nicht verarschen, ne? Ja, Hyperpotion. Nightshade zieht 50 ab, das ist echt viel. Und dann kann ich Strength einsetzen. 50, jetzt muss ich wieder heilen, weil jetzt bin ich unter 50. Logik. Nachtschatten zieht ja mal da. Nightshade. Ich behalte. Es ist immer in jedem Spiel, sage ich zu Nightshade Nachtschatten, obwohl es Nachtnebel ist. Und jetzt setzt ihr erstmal einen Trank ein. Das war klar. Und es dürfte ich gewonnen haben. Sorry, aber das war zu easy. Bravo. Ich merke, dass du
Authentical und Magnificent bist als Pokémon-Trainer. Ich habe so viel Spaß, dir zuzuschauen, wie du deine Pokémon trainierst. Und hier hast du den Ionen-Ohren. Akzeptiere ihn. Ich akzeptiere alle Ohren. Und ich kann jetzt Kaskade außerhalb einsetzen und ich bekomme von ihr Hyperstrahl, den ich überall kaufen kann. Die hat mir fucking Hyperstrahl gegeben. Jetzt ist die Frage, ne, wem bringe ich Kaskade bei? Eigentlich möchte ich keinem Kaskade beibringen. Kaskade ist schon wieder so eine Attacke, ne? Total useless. Und es können wieder nur die beiden. Und die hat aber schon Taucher. Und Rock Smash. Ich kann den Rock Smash verlernen. Das Problem ist, dann brauche ich wahrscheinlich Rock Smash wieder. Ich möchte. Meine Güte, kann vielleicht wohin genau Rock Smash erlernen? Nö, warum auch? Ich meine. Habe ich auch nicht mit gerechnet, ne? Ja, dann. Ich weiß ja, glaube ich, wo das ist. Da müssen wir aber erstmal nach Dingens Town. Hier runter nach Getanzo City. Weil hier dieser Attackenverlerner ist. Und da bleibt mir nichts anderes übrig. Warum bleibt mir da nichts anderes übrig? Mann, ich nehme einfach ein Wasser-Pokémon aus meiner Box. Hier, du kommst kurz weg. Und du kannst Kaskade und so erlernen. Hoffe ich. Kaskade. Ne, ich möchte nicht, dass der das erlernt. So. Rika. Warum kann der Iceball und Aurora? Warum kann der Aurora-Strahl? What the fuck? Das ist ja OP. Ja, jetzt hätte ich das. Wenn Rika offiziell dabei wäre, wäre echt nicht schlecht, aber ist sie nicht. Deswegen ist sie jetzt auch nicht da an der Seite. Vielleicht eines Tages, wenn wohin genau stirbt. Und ich meine, hier ging's zur Liga. Nee, geht's nicht. Diese eine City da. Die hier, glaube ich. Nee, das ist die falsche. Ich weiß auch nicht, ob ich gerade richtig gehe, aber. Die bei dem Wald, weißt du, da war ein Wald und dann. Polaris Town war es nicht. Es war auf dieser Insel hier. War es tatsächlich Veronica Town? Nee, Veronica Town sagt. Veronica Town ist so ein richtiger Kacktown. Die habe ich alle besiegt gehabt, naja. Ja, jetzt wäre es auch ein bisschen zu spät, hier rauszufordern. Nö, 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 nö. Wandas Haus. Hallo Wanda. Tschüss Wanda. Ja, jetzt suchen wir erstmal den Ort, wo ich hin möchte. Sanford Town war es ja nicht. Snowsoft City ist es. Ich fliege dahin, wo ich weiß, dass es das nicht ist. Aber ich komme dahin. Also in die Stadt, indem ich hier runter gehe. Tada, Ultima City. Ultima City kann ich nämlich nicht hinfliegen. Und dann müsste ich hier hoch, glaube ich. Tada. Ne, ist noch kein neues Gebiet. Ist immer noch Ultima City. Schön hier. Und das ist jetzt die Siegesstraße, hä? Mein Pokémon klingelt. Klick. Hallo? Yo, ich habe gehört, dass die Neon Badge. Das ist echt cool. Und nun bist du auf dem Weg zur Pokémon Liga? Ja, das bin ich. Wow, das ist großartig. Ich werde dich dann auch im Fernsehen sehen. Viel Spaß hier. Ich meine, viel Spaß. Viel Glück hier. Du wirst es brauchen, ha. ja. Hey, dass ich war, hab dann einen Scherz gemacht. Nun, aber ich wünsche dir trotzdem das meiste Glück. Hol es dir. Ja, danke, tschüss. Oh well. Oi, oi, oi. Hier darf ich einen Pokémon fangen in der Victory Road. Und danach mache ich sofort Dingens an. Ja, Aaron, wie geil. Habe ich ja mal wieder das gute Pokémon erwischt, ne, was ich jetzt
Ein. Diese 20 Level Unterschied, kannst du mir nicht erzählen, dass ein Stahl-Pokémon von Crunch einfach so getötet werden kann? Das fängt ja schon wieder gut an, ne? Also, bin ja schon wieder endlos begeistert. Ja, hier, Flammenwurf. Wenn du Stahl-Pokémon zerbeißen kannst, dann kannst du auch Sachen verbrennen. Hä? Achso, da Flash. Ich wollte gerade sagen, hä, wo ist mein Flash? Ah, Florian. Ich habe keine Lust, im Dunkeln rumzulaufen, ganz ehrlich. Und wenn ich in der Pokémon-Liga bin, kann ich ja nochmal zum Attack-Verlerner fliegen und Flash wiederholen, also Flash wieder wegmachen. Aber ich habe gerade echt keinen Bock, mich im Dunkeln hier durchzutasten. Vor allem nicht bei solchen Rätseln. Also einmal hier lang und einmal hier lang. Hier kann ich noch mehr. Ich habe jetzt gerade alle VMs mit. Das ist eigentlich relativ gut. Und hier ist der nächste Gegner. Ken Straight, Flammenwurf. Haben hier alle nur Pflanzen-Pokémon? Sagte er. Oh mein Gott, Emilia ist ja OP. Flammenwurf, ein Wasser-Pokémon, so fucking viel Damage zu machen, das ist verrückt. Emilia ist die Nummer 1. Gib mir das Full Restore. Das ist schon mal ein Full Restore. Und davon möchte ich noch ganz viele andere haben. Jedenfalls habe ich hier meinen Pokémon-Encounter verkackt. Hätte einen Aaron haben können. Aaron sind OP. Ah, Leyron hätte ich auch haben können. Speechy Claws. Ich glaube, ich gehe jetzt schon instant richtig. Ich bin Profi in dieser Liga. Oh, geil. Snowbillycat, ne, voll süß. Ja, solange der noch nicht Level-Dingens ist, kann ich den auch einsetzen. Wir trainieren jetzt wieder alle gleichzeitig und es haben Emilia jetzt die erste, die Level 61 erreicht. Finde ich nur fair. Ah, Flunkiefer. Beziehungsweise, ich hatte da ja was gesagt, Super Repel. Habe ich nämlich gerade echt keinen Bock drauf, weiter auf Pokémon zu treffen. Hier hoch vielleicht. TM29, immerhin TM. Nächster Gegner. Obidrill. Flammenwurf. Pidgeot. Flammenwurf. Grillhähnchen. Und ab jetzt kann ich mein Pokémon wechseln. Auf. Auf. Gegen Ursaring. Cray. Erdbeben. Easy. Dum. Und nächster Gegner. Ah, ein Blitzer. Ach, Donnerwelle. Was? Full Restore, dein Ernst? Dieses Arsch. Vaporeon. Gegen Vaporeon Lugia, weil wir haben Elektroattacken. So, Switch auf Lugia. Back habe ich noch ein Lava Cookie. Sieht nicht so aus. Sieht echt nicht so aus. Ich natürlich scheiße. Aber ich habe doch bestimmt eine Beere gegen Paralyse. Ne, ich habe jeden Scheiß. Ich habe Poison. Doch, Paralyse. Ganz oben 4. Chestoberry. Use. Familia. So einfach geht's. Hä? Ah, hier. Ja, nehmen wir alle mit. Nehmen wir alle mit. Und hier habe ich eine Dive. Und Golem. Golem kriegt auch einen Dive ab. Oh, hat Selbstzerstörung gemacht. Ich war unter Wasser. Was denn das? Und fern. Ja. Oh mein Gott. So hart am Verkacken. Einfach outplayed. So, und dann wäre Lugia auch auf Level up. Dann kann jetzt mal Cray wieder den Lead übernehmen. Hier war ich doch schon mal. Eingetrommelt. Hä? Oh mein Gott.
Fängt schon an, ne? Dabei dachte ich, ich wäre auf dem besten Weg. Bin ich irgendwo falsch abgebogen oder was? Hä? Jetzt gehe ich zurück. Da. Aber es ist auf der anderen Seite. Ah, so darunter. Da, so. Ja, hier ein bisschen kaputti putti machen. Und dann da hoch. Und jetzt ist es nämlich wieder hell. Nochmal Super Repel einsetzen. Ich darf nur nicht hier allzu schnell laufen. Ja, hier ist der Ausgang. Ich kenne das sehr gut. Ice Beam. Tja, Edgar. Kommt hier nicht auch unser guter Freund Wally? Jetzt müsste hier der Ausgang sein, ja. Und jetzt. Jetzt kommt Wally. Hashia! Ja. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu sehen. Ich habe es den ganzen Weg hingeschafft, aber nur dank dir. Die ganze Zeit gegen dich zu verlieren, hat mich nur stärker gemacht. Aber nun werde ich nicht mehr verlieren, nein. Ich werde gewinnen. Für das Pokémon, die mir Courage und Stärke geben. Okay, hier komme ich. Okay, Altaria, Eisstrahl. Sorry, aber damit ist dein Ice Beam kaputt. Roselia. Gegen Roselia setzt Emilia ein. Hier mache ich keine. Wenn er mir zu stark wird, habe ich ein Problem. Deswegen Delcatty. Delcatty ist eigentlich gar egal, wer da kommt. Gesang. Wow. Magneton. Emilia wieder mit einem Flammenwurf hat sich das dann auch ausmagnetet. Glade kriegt von mir ein Erdbeben ins Gesicht. Ausdauer? Nein, Mann. Es gibt keinen Pokémon, was mich hier one-hitten kann. Wow, Shia, du bist echt stark. Ja, you don't say. Ich konnte dich heute einfach nicht besiegen, aber eines Tages werde ich dich aufholen. Ja, und ja, du mich auch. Well, gut, das ist die Pokémon-Liga. Der Platz, wo die stärksten Trainer aufeinandertreffen und sich herausstellt, wer der ultimative Pokémon-Meister ist. Oh, mein Pokémon auf. Klick. Hallo, Shia spricht hier. Shia, wir haben Neuigkeiten about Shadow Lugia. By the way, this is Ranger. Oh, hi there. You've detected its whereabouts? Also, ihr habt den Aufenthaltsort gefunden? Yeah, but we can pinpoint exact location. Also, die können nicht die genaue Position festlegen. Ja, das wundert mich auch nicht. But we do know what's hiding in the Kanto region. In der Kanto region? Wie auch immer, ne? Wir werden es herausfinden. Und by the way, viel Glück bei der Pokémon-Liga, Shia. Hey, danke. Okay, schau mir das ab. Bis dann. Wow. Ich dachte nie, dass er so eine gute Person wäre. Pokémon-Liga. Erstmal heilen. Bitte. Bye. Full Restore. 90.000. Gebankt. Full Restore ist das mitunter das Wichtigste, damit sie auch nicht verlieren kann. Jetzt habe ich 31 Full Restore. Kommt natürlich da, wo Aether hin ist. Aether kommt unter Max Aether. Ich sortiere das jetzt so, dass ich dann schnellen Zugriff drauf habe. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss nicht trainieren. Mit Level 60 bin ich gut bedient. Wenn das nicht der Fall ist, habe ich verkackt. Ich habe auch noch zwei Sonderbonbons und weiß auch nicht, was ich mit dem machen soll.
A hold item that occasionally prevents fading. Also One-Hit-Attacken. Das kann Florian gut gebrauchen. Ja. Bevor wir jetzt die Pokémon-Liga uns entgegenstellen, würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, ich habe bald wieder Internet, damit ihr diese Folge hier seht. Ja, bis zum nächsten Mal. Guten Job.